de-risking, whatever you Entkopplung, Risikominimierung, wie auch immer man es nennen möchte. Interessant ist, dass die globale Lieferkette immer einen Weg darum herum findet. Zum Beispiel verhängte Trump Zölle auf China und Biden setzte sie fort. Was wir jetzt häufig sehen, sind in China hergestellte Waren, die in einen Einreisehafen wie Vancouver oder einen mexikanischen Hafen gebracht werden. Anschließend werden sie über ein NAFTA-Freihandelsabkommen über die Grenze transportiert. Ich möchte nun zum zweiten Segment übergehen. Ich spreche immer noch mit Professor Jack Buffington von der Universität Denver, einem Spezialisten für Lieferketten. Falls Sie das erste Segment noch nicht gesehen haben, können Sie es anschauen, wo er über sein Buch diskutiert. In diesem Segment werden wir uns etwas mehr mit aktuellen Angelegenheiten befassen. Aber zuerst sollten wir noch einen weiteren Aspekt der Lieferketten ansprechen. Der Begriff Lieferkette suggeriert einen linearen Prozess, bei dem ein Glied direkt mit dem nächsten verbunden ist und jeder Schritt vom vorherigen abhängt. Aus unserer vorherigen Diskussion scheint es jedoch, dass wir unser Denken von einer Kette zu einem Netzwerk verlagern sollten, nicht wahr? Dies liegt daran, dass es nicht nur linear ist, sondern auch ausgedehnt und mehrdimensional. Ist das korrekt? It's multidimensional. Is that about right? That is right, and I would also add to that another reason why we need. Das ist richtig. Zusätzlich müssen wir die Definition und Metapher einer Lieferkette aus einer Nachhaltigkeitsperspektive überdenken. Derzeit erzeugen Lieferketten durch Abfall Gewinn. Im Grunde verdienen Unternehmen Geld wegen des Abfalls. Die einzige Möglichkeit, Abfall zu reduzieren, besteht darin, dass die Ressourcen ausgehen, was wir vermeiden möchten. Daher ist es aus der Sicht der öffentlichen Angelegenheiten und der Nachhaltigkeit entscheidend, sie eher als Netzwerk statt als lineare Kette zu betrachten. Und also, was halten Sie von Janet Yellens Aussage, dass China der Überproduktion schuldig sei? Stimmen Sie dieser Aussage zu oder wie interpretieren Sie sie? Ich denke, das richtige Wort wäre lächerlich. Wenn man bedenkt, was in den letzten 20 Jahren in China passiert ist, hat es sich aufgrund einer produktionsbasierten Wirtschaft entwickelt. Obwohl sie 800 Millionen Menschen aus der Armut gehoben haben, gibt es immer noch sozioökonomische Probleme, die China mit seinen 1,2 Milliarden Menschen angehen muss. Derzeit wird ihre Wirtschaft durch einen Zusammenbruch im Immobiliensektor beeinträchtigt, weil sie zu stark in Sachanlagen investiert haben. Sie sind noch nicht bereit, eine konsumbasierte Wirtschaft wie die Vereinigten Staaten zu werden. Länder weltweit versuchen sich aufgrund von Geopolitik und einer durch die Covid-19-Pandemie aufgedeckten Überabhängigkeit von China zu lösen. Zum Beispiel standen wir während der Pandemie vor Engpässen bei Masken, bestimmten Pharmazeutika und Autoteilen, insbesondere solchen aus der Provinz Hubei. Chinas Wirtschaft ist stark von der Produktion abhängig. Zusätzlich war es interessant, dass sie sich auf die grüne Wirtschaft konzentrierte. Sie konzentrierte sich auf Solarmodule, Batterien und ähnliche Technologien. Ich fand das bedauerlich, denn die chinesische Wirtschaft hat dazu beigetragen, günstigere Solarmodule und Batterien zu entwickeln, was eine grüne Revolution ermöglichen könnte. Tatsächlich sollten wir angesichts der Länder in Afrika, die unter Strommangel leiden, nicht auf diese Entwicklungen fokussieren? Es wirkte herablassend, dass der amerikanische Finanzminister die Chinesen belehrt, deren Wirtschaft derzeit schwächelt, warum sie weniger produzieren sollten, nur weil es möglicherweise nicht gut für die Vereinigten Staaten ist. Es zeigt auch, dass es den USA nicht nur um ihren eigenen Markt geht, den sie kontrollieren. Sie wollen auch diktieren,
wie andere große Produzenten mit Märkten in Drittländern interagieren, was den Chinesen wahrscheinlich überhaupt nicht akzeptabel erscheinen wird. Es ist interessant, dass sie diesen Versuch überhaupt unternommen hat oder dass die US-Regierung beschlossen hat, zu versuchen, die Angebotsseite der globalen Marktwirtschaft zu beeinflussen. Of global market economy. Ja, ich fand es sehr bedauerlich. Zu deinem Punkt, ich glaube nicht, dass die Chinesen dem viel Aufmerksamkeit geschenkt haben. Zum Beispiel fängt China an, einige der besten Elektrofahrzeuge der Welt zu produzieren, was tatsächlich ein Bereich ist, in dem sie innovativ sind. Die globale Lieferkette könnte darauf aufbauen und andere Automobilhersteller könnten davon lernen und sich verbessern. Daher ist es interessant, Innovationen zu entmutigen, denn China war traditionell kein Innovator, aber sie beginnen in einigen Bereichen zu innovieren. Ich dachte, es hätte eine bessere Art und Weise geben können, damit umzugehen. I thought there would have been a better way of handling that. You also used this term of decoupling. Sie haben auch den Begriff Entkopplung erwähnt. Das ist interessant, denn die Biden-Regierung hat ihn zunächst übernommen und erklärt, dass wir uns von China entkoppeln müssen. Allerdings haben sie seitdem die Rhetorik abgeschwächt und sind dazu übergegangen, den Begriff Risikominimierung zu verwenden, was wie eine Abschwächung ihrer vorherigen Haltung wirkt. Es scheint, als hätten sie erkannt, dass eine vollständige Entkopplung aufgrund der umfangreichen Verflechtungen zwischen den USA und China nicht machbar ist. Dies wird deutlich, wenn US-Industrieführer China besuchen und sich mit Xi Jinping treffen, einschließlich führender Exekutiven von Unternehmen wie Apple. Wie interpretieren Sie diese Entwicklung der letzten 4 Jahre unter Biden? This development over the last 4 years of Biden. Eines möchte ich erwähnen, dass die Verschiebung hin zur Entkopplung bereits vor Biden begann. Trump leitete sie mit Zöllen ein, die zur Entkopplung oder Risikominderung führten, je nachdem, welchen Begriff sie bevorzugen. Die globale Lieferkette findet immer einen Ausweg. Wenn beispielsweise Trump Zölle auf China erhob und Biden sie fortsetzte, werden viele in China hergestellte Waren nun über Eintrittshäfen wie Vancouver oder mexikanische Häfen eingeführt und dann unter dem NAFTA-Freihandelsabkommen über die Grenze transportiert. Es gab jedoch bedeutende Verbesserungen bei der Entkopplung oder Risikominderung von China. Zum Beispiel wird das iPhone jetzt in Indien hergestellt, was das erste Mal ist, dass es dort produziert wird. Das Interessante daran ist, dass es sowohl für die Verbrauchermärkte als auch für die Produktionsbasis relevant ist. Apple verlagert die Produktion nach Indien, weil der indische Markt aufgrund der sozioökonomischen Bedingungen ein größeres Potenzial als China bietet. Ein weiterer Aspekt der Entkopplung und Risikominimierung ist die Aufteilung der Einflüsse auf die Lieferkette. China treibt seine Initiative Belt and Road voran, indem es Infrastruktur von China nach Europa baut. Ähnlich entwickelt die Vereinigten Staaten eine Lieferkette für die westliche Hemisphäre. Diese Expansion umfasst Länder über Mexiko hinaus, wie Ecuador und Kolumbien, da Mexiko allein nicht genügend Kapazitäten hat, um die gesamte Produktion aus China zu verlagern. Daher wird Mexiko auch aus eigener Kraft immer bedeutender. Wir expandieren nach Südamerika, um dort eine günstigere Produktion zu ermöglichen. Gleichzeitig bewegt sich Mexiko weiter nach oben in der Wertschöpfungskette, was eine ausgezeichnete Politik für die Vereinigten Staaten ist. Wenn das Ziel die Kontrolle der illegalen Einwanderung ist, ist die beste Methode, wirtschaftliche Möglichkeiten zu bieten, die Menschen davon abhalten, ihre Heimatländer zu verlassen. Derzeit kommt die Migration in die Vereinigten Staaten hauptsächlich aus Ländern Südamerikas, nicht aus Mexiko. Diese Verschiebung unterstützt die Schaffung einer Lieferkette der westlichen Hemisphäre. Sowohl die Vereinigten Staaten als auch andere Länder konzentrieren sich auf das Risikomanagement. Ähnlich verfolgt China seine Initiative Belt and Road. Leider findet sich Europa etwas außen vor. Wir beginnen jedoch, eine Entkopplung sowohl von China als auch von den USA zu sehen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das so unglücklich ist, denn es ist wichtig, darüber zu diskutieren. Oft, besonders in Krisenzeiten, beginnen Drittparteien als Vermittler zu agieren. Ein einfaches Beispiel ist Indien, das begonnen hat, billiges Öl aus Russland zu kaufen, es zu raffinieren und dann an Europäer weiterzuverkaufen. Die Europäer können dann behaupten, dass sie kein russisches Öl verwenden, was nicht ganz stimmt, aber auf dem Papier machbar ist, da sie es immer noch benötigen. Indien kann diese Vermittlerrolle erfüllen. Glauben Sie, dass es wahrscheinlich ist, dass es Vermittlerzonen geben wird, die von beiden Versorgungsnetzwerken profitieren und diese möglicherweise sogar mit Zustimmung der Hauptakteure durchbrechen? Maybe even with the consent of the other two. Yeah, you're starting to see that. And if we go back to what we talked about. Ja, das fängst du an zu sehen. Wenn wir zu dem zurückkehren, was wir in der ersten Folge besprochen haben, ist der Haupttreiber dessen, was hier passiert, eine nicht ausreichende Nachfrage und ein erhebliches Angebot, das an Arbeitskräfte gebunden ist. China hat dem Westen immer gesagt, dass wir uns auf das konzentrieren sollten, was in unserem besten Interesse ist, statt auf Ideologie. Eines, bei dem China tatsächlich bekommt, was sie gefordert haben, ist, dass viel von dieser Entkopplung damit zu tun hat, was im besten Interesse jeder Nation liegt. Und deshalb denke ich, dass du absolut recht hast. Wir werden einige seltsame Allianzen sehen, die auf speziellen Interessen basieren, einschließlich in Europa. Die Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten und Europa könnte sich ändern, beeinflusst durch Entwicklungen in der Energie oder der Fertigung. Was wir derzeit in der Lieferkette sehen, ist sogar noch komplexer als nur zwei Einflusssphären. Ich denke, die ganze Welt steht auf dem Spiel. Wie bedeutend ist die Rolle der Standardisierung? Ein Thema, über das wir selten sprechen. Es ist faszinierend, denn vor einigen Jahren gab es eine große Debatte in den außenpolitischen Kreisen Japans. Japan und China haben beide darum geboten, eine große Eisenbahn in Indonesien zu bauen. Indonesien hatte zwei Vorschläge zur Auswahl. Anfangs glaubten die Japaner, dass sie den Zuschlag sicher hätten, aber letztendlich entschied sich Indonesien für China. Die Leute hier kommentierten, dass es zwar bedauerlich sei, da die Chinesen unsere Züge und Bahnlinien kopiert hätten, sie aber die Eisenbahnen bauen könnten. Dennoch wären unsere Züge mit diesen Bahnen kompatibel, was uns die Möglichkeit geben würde, in Zukunft möglicherweise Züge zu verkaufen. Dieses Beispiel hebt die Bedeutung der Standardisierung hervor, die voranschreitet. Glauben Sie, dass dies dazu beitragen wird, die Kompatibilität in der globalen Wirtschaft zu erhalten? Nun, ich denke, der Vorteil des Übergangs von einer physischen zu einer digitalen Lieferkette besteht darin, dass man weniger Probleme mit der Standardisierung hat. Dies bezieht sich auf das digitalisierte Design und die Herstellung von Produkten, vielleicht nicht für ein Schienennetz, aber für andere Artikel, wenn es um Anpassung geht. In einer Welt, in der es mehr Angebot und weniger Nachfrage gibt, bewegen wir uns weg von der Massenproduktion hin zur Individualisierung, insbesondere in der Technologie. Diese Verschiebung hat erhebliche Auswirkungen darauf, was für lokale Gemeinschaften am besten ist und wie dies von einem Ort zum anderen variiert. Es beinhaltet auch Überlegungen dazu, wer das Kapital für diese Projekte bereitstellen wird, was ein ganz anderes Spiel ist und mehr in Ihrem Bereich liegt als in meinem. Richtig. Die Fragmentierung der Weltwirtschaft führt dazu, dass sich Versorgungsnetzwerke auf neue Weise verbinden. Gibt es derzeit Entwicklungen, die Sie vor ein paar Jahren nicht erwartet hätten? Ja, was ich wirklich faszinierend finde, ist der Wandel in der Halbleiterindustrie. Es gibt im Allgemeinen drei Kategorien von Halbleitern. Zuerst gibt es die Commodity-Halbleiter, die in alltäglichen Gegenständen wie Autos zu finden sind, die etwa 80 davon haben könnten, und billiges Spielzeug. Diese werden typischerweise im billigsten Land möglich hergestellt. Dann gibt es die fortschrittlicheren Halbleiter, die gerade jetzt besonders bedeutend sind.
more advanced semiconductors, which I think are really in play right now. And you're starting to see instead of those semiconductors being made in anstatt Halbleiter nur in einigen wenigen Ländern herzustellen, sehen wir jetzt globale Lieferketten, die darauf abzielen, die Produktion aus verschiedenen Gründen zu dezentralisieren, einschließlich geopolitischer Überlegungen und Bemühungen, die Probleme auszugleichen, die wir früher besprochen haben. Die eigentliche Herausforderung liegt bei den fortschrittlichen Halbleitern, die eng mit künstlicher Intelligenz verbunden sind. Ich bin sehr zuversichtlich, dass dies zu einer Transformation vom traditionellen Großserien-Lieferkettenmodell zu einem stärker individualisierten Ansatz führen wird. Was mich wirklich fasziniert, ist, wie diese Verschiebung nicht nur die Produktion, sondern auch das Design von Waren beeinflussen wird. Meine Vision beinhaltet das Kartieren menschlicher Genome, um unser Verständnis von Gesundheit und Medizin zu verbessern. Wir bewegen uns auf ein Materialgenommodell zu, bei dem wir die physikalischen Eigenschaften von Materialien kartieren, um Produkte auf innovative Weise zu entwerfen. In meinem Buch diskutiere ich das Material Genome Project, das darauf abzielt, die Nachhaltigkeit zu verbessern, den Marktzugang zu beschleunigen und sich auf die Individualisierung zu konzentrieren. Ich glaube, dass wir in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts eine vollständige Revolution der Lieferkettenstrukturen erleben werden, die sich zu einem Gemeinschaftsmodell hin verschieben. Viele der Herausforderungen, denen wir heute gegenüberstehen, werden wahrscheinlich durch diese Transformation gelöst werden. Und nur um das klarzustellen, wenn du vom Genom sprichst, meinst du das metaphorisch, richtig? Du beziehst dich darauf, wie Lieferketten strukturiert sind? Oder meintest du tatsächlich das menschliche Genom und wie es interagiert? Nun, denken Sie darüber nach, wie das menschliche Genom kartiert und digitalisiert wurde. Jetzt verstehen wir das menschliche Genom gut genug, um Pharmazeutika, Impfstoffe und ähnliche Produkte zu erstellen. Stellen Sie sich vor, wir würden dasselbe Konzept auf alle Materialien des Planeten anwenden. Wenn wir diese Materialien kartieren und diese Daten verwenden würden, um neue Halbleiter zu entwerfen, könnten wir Engpässe bei kritischen Ressourcen wie Lithium und Sand angehen. Indem wir digitale Entwürfe erstellen und Materialien digitalisieren, könnten wir die Umwelt verbessern und unsere Lieferketten umgestalten. Derzeit basiert das Produktdesign auf viel begrenzteren Informationen. Alles zu digitalisieren könnte den gesamten Prozess von der Gestaltung bis zur Produktion revolutionieren. You know, if we digitize everything, it creates a new revolution from design to production. True. Das stimmt. Ein interessanter Aspekt von Halbleitern ist, dass es nicht nur um das Design oder die Technologie geht, sondern auch um die Fähigkeit, in großem Maßstab zu produzieren. Dies erfordert eine andere Art von Technologie. Man benötigt nicht nur die Technologie zur Herstellung dieser. Man benötigt Lithografie, die in großem Maßstab aufgebaut werden muss. Diese Geheimnisse werden streng gehütet. Obwohl man sehen kann, dass die westliche Hemisphäre versucht, die beiden Hauptproduzenten dieser Lithografie-Technologie, Japan und die Niederlande, zu verbinden, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. In Japan gibt es sogar einen Handelsvertreter aus den Niederlanden, der mit den Japanern zusammenarbeitet, um zu verwalten, was aus ihren Ländern nach China und so weiter exportiert werden darf. Es findet also eine Form der Zusammenarbeit statt, nicht wahr? Definitiv. Aber andererseits haben die Chinesen auch sehr schnell in der Lithografie Fortschritte gemacht. Gibt es irgendwelche Lieferkettenhindernisse, wie zum Beispiel Mangel an seltenen Erden, die die massive Produktion dieser entscheidenden Chips behindern könnten? Production of these very crucial chips. Ja, und wenn ich die Diskussion erweitern darf, um das zu berücksichtigen, was in der grünen Wirtschaft passiert, insbesondere bei seltenen Erden und Lithium. Die Herausforderung liegt nicht unbedingt in der Gewinnung, sondern in der Verarbeitung. Dies ähnelt dem Problem mit der Lithografie, das Sie früher erwähnt haben.
Es geht darum, Materialien zu verarbeiten, um die Produktion hochzufahren. Mein Punkt bezüglich des Designs ist, dass unsere aktuellen Einschränkungen daher rühren, dass es nur wenige Produzenten gibt. Indem wir zu einem digitalen Designmodell wechseln, können wir uns von der Abhängigkeit von großen Produktionsmengen bei der Chipproduktion lösen. Stattdessen können wir ein dezentrales Modell annehmen, bei dem Designs digitalisiert werden und Technologien wie 3D-Druck anstelle traditioneller Fertigungsmethoden für die Produktion verwendet werden. Richtig. Die Verbreitung von Technologien wie dem 3D-Druck wird den nächsten großen Sprung in der Fertigung einleiten. Genau. Meine große Hoffnung liegt in der Dezentralisierung der Produktion. Traditionell erforderte die Steigerung der Produktion den Aufbau größerer Kapazitäten. Das neue Modell verwendet jedoch Digitalisierung und Technologie, um durch Dezentralisierung statt Massenproduktion Skaleneffekte zu erzielen. Das Konzept der Massenanpassung gibt es seit Jahrzehnten. Heute gehen wir von der Massenanpassung zur individuellen lokalen Anpassung über. Obwohl dies möglicherweise nicht in den nächsten 5 Jahren geschehen wird, sollte dieser Ansatz schließlich in einigen Jahrzehnten mit den heutigen Modellen der Massenproduktion konkurrieren können. Against our mass production models of today in a few decades. Right. So would you think that? Richtig. Angesichts der Veränderungen, die wir beobachten, sind wir vom Kalten Krieg in die als Nachkriegszeit bekannte Periode übergegangen. Diese Periode wird nun als unipolarer Moment oder ein anderer Begriff, der die letzten 30 Jahre umfasst, bezeichnet. Alle sind sich einig, dass wir seit 2022 in eine neue Ära eingetreten sind. Ihrer Meinung nach ist diese Ära der Multipolarität, oder wie auch immer Sie sie nennen möchten, ein Hindernis für den Aufbau einer effizienteren Lieferkette oder eines Versorgungsnetzwerks? Oder wird sie uns zu einer neuen Art der Strukturierung der Weltwirtschaft führen? Der Grund, warum ich lächle, ist, dass wir an einer Weggabelung bezüglich der Frage stehen, die Sie gestellt haben. In meinem Buch diskutiere ich die Herausforderungen, mit denen große Institutionen konfrontiert sind. Typischerweise ist die Diskussion geteilt. Eine Seite bevorzugt große private Institutionen, während die andere große öffentliche Institutionen unterstützt. Die Debatte konzentriert sich darauf, ob Probleme durch staatliche Eingriffe oder durch große Unternehmen gelöst werden sollen. Ich glaube, dass wenn große Unternehmen ihre derzeitigen Praktiken fortsetzen, es Aufgabe der öffentlichen Regierung ist, dieses neue Modell zu ermöglichen, damit ihre Gesellschaften gedeihen können. Wenn sich nichts ändert, wird dieses Modell der Dualität oder wie auch immer Sie es nennen möchten, weiterhin zu einem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führen und Chaos in der Gesellschaft verursachen. Dieses Problem wird durch Nachhaltigkeitsprobleme verschärft, bei denen es uns nicht gelingt, ausreichend zu innovieren, um den Planeten zu retten. Aus öffentlicher Sicht stehen wir vor einem Umweltproblem sowie einem gesellschaftlichen Problem mit Einkommensungleichheit. Meine Lösung, Pascal, ist, dass der einzige Weg, diese Probleme anzugehen, darin besteht, Technologie und Kapitalismus in einem kleineren Modell zu nutzen, wodurch Technologie einen Multiplikatoreffekt zwischen Angebot und Nachfrage ermöglichen kann. Ich meine, wir werden eine Art der Dezentralisierung in einem multipolaren Modell sehen, weil die großen mächtigen Einheiten, die früher alle öffentlichen Güter global bereitgestellt haben, nicht mehr alleine sind. Sie wollen nicht mehr öffentliche Güter für alle bereitstellen. Zum Beispiel ist das aktuelle US-Modell nicht darauf ausgerichtet, dass jeder das SWIFT-System nutzen darf. Es ist eher so, dass gesagt wird, nein, Russland, du darfst es nicht nutzen. Und auch China könnte ausgeschlossen werden. Infolgedessen schrumpft der Sektor der öffentlichen Güter und neue Anbieter kommen auf. Dies könnte zu einer Fraktalisierung führen
aber auch zu einer Zunahme des Angebots oder des potenziellen Angebots von öffentlichen Gütern. Daher frage ich mich, ob dies tatsächlich eine gute Sache für die Angebots- und Nachfragedynamik sein könnte, wie sich die Menschheit entwickelt. Humanity, like, develops. Um diese Frage zu beantworten, muss ich über meine Kindheit nachdenken. Es war unvermeidlich, dass die Produktion meine Heimatstadt verlassen würde. Was jedoch nicht unvermeidlich war, war die Reaktion der Regierung. Die vorherrschende Meinung war, dass jeder einfach ein Angestellter im Büro werden und studieren gehen würde. Das ist nicht passiert. In den letzten 30 bis 40 Jahren haben wir gesehen, wie die Gehälter der Angestellten gestiegen sind, während die Löhne der Arbeiter gesunken sind. Dies hat zu Brüchen in der Gesellschaft geführt. Zum Beispiel kann man in meinem Land, wenn man die Wahlentwicklungen betrachtet, deutliches Unbehagen unter den Menschen feststellen, die sich marginalisiert fühlen, weil sie aus sogenannten Überflugstaaten kommen oder nur in Städten herumfahren. Das Problem ist, dass wir die Frage der Entkopplung angehen und bestimmen müssen, wem sie zugutekommt. Wir müssen erforschen, wie wir mehr Menschen in den Vereinigten Staaten oder jedem anderen Land ermöglichen können, durch den Kapitalismus zu profitieren, ohne auf Sozialleistungen angewiesen zu sein. Große Unternehmen werden wahrscheinlich nicht aus eigener Initiative in diesen Städten investieren. Ich stimme Ihren Punkten zu und sehe auch einige Maßnahmen, die ergriffen werden, aber sie gehen nicht auf die Wurzel des Problems ein. Viele Menschen in Europa, den Vereinigten Staaten und anderswo werden aus der Lieferkette ausgeschlossen. Ja, wir müssen Menschen in die Lieferkette integrieren und dafür sorgen, dass sie anständige Löhne und Lebensstandards erhalten. Lassen Sie uns einen Weg finden, dies weltweit umzusetzen, und vielleicht erreichen wir ein glückliches Ende. Ich möchte Ihnen, Professor Jack Buffington von der Universität Denver, sehr dafür danken, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Ich schätze es wirklich. Vielen Dank. Wenn Ihnen die Kriegstreiberei und die ewige Meinungsmache in den Mainstream-Medien genauso auf die Nerven gehen wie mir, dann empfehle ich das Magazin International. Seit über 40 Jahren publiziert dieses österreichische Widerstandsblatt vernünftige Analysen des Zeitgeschehens auf Deutsch. Hochkarätige Akademiker, Diplomaten und ortskundige Experten schreiben darin über alles von Südamerika, Europa, über den Nahen Osten und Afrika bis hin zu politischen Geschehnissen in Asien. Das vierteljährliche Heft erhalten Sie physisch und es wird Sie sicher freuen, mal was Vernünftiges zu lesen. Ein Abo kommt direkt dem Redaktionsteam zugute und unterstützt eine echte freie Presse. Auf international.or.at können Sie sich das noch heute bestellen. Meine ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre.